Mit dem St. Louis Blues gehen wir nach Amerika und in Deutschland oder vor allem in Bayern spielen wir immer Polka oder Walzer. In Amerika gibt es eine andere Art Musik zu machen, nämlich den Swing. Und der St. Louis Blues ist ein Blues oder wird im Swing gespielt. Und da ist es ganz wichtig, dass nicht die Achtel gerade gespielt werden, so wie sie dran stehen, sondern sie werden geswingt. Ihr habt oben drüber stehen, zwei Achtel werden gespielt wie eine Triole, zwei werden zusammengeklebt, eine steht am Schluss. Und wir Tubisten, wir haben es besonders leicht, denn wir können uns das super leicht vorstellen, indem wir einfach lange Tu und kurzes Ba sagen. Tuba, 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 tuba oder mit einem D. Duba, 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 du. Also die erste Achtel ist immer lang, die zweite ist immer kürzer. Auf einem Ton hört sich das so an. Und wenn man jetzt den Vorschlag vorne weglassen würde, dann würde es sich so anhören. Duba, duba. Duba, duba. Und weil der Vorschlag vorne dran ist, deswegen kommt der noch ganz kurz vorne hin. Und ihr müsst halt immer erkennen, im Takt 2 ist auf die erste Achtel eine Pause, das wäre unser langes Achtel. Und das zweite Achtel Cis ist schon unser kurzes Achtel, weil wir immer lang, kurz, duba, 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 duba denken müssen. Und immer ganz locker leicht. Ja? Es muss immer ganz locker, flockig und leicht klingen.